Oh, Rowan ist nicht amüsiert. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um Nebenquests gekümmert und ein bisschen gekämpft, ja. Deswegen will ich jetzt erstmal die Story ein bisschen vorantreiben und als erstes werden wir mal die Shops hier kurz wieder aufleveln. Ich habe wieder kurz vorm Level Up aufgelevelt und neue Sachen freigeschaltet und die Sachen wurden billiger. Das finde ich schon mal toll. Den Objektladen, den lasse ich erstmal. Leonidas, was? Sparta! Okay. Ich habe gesehen, wir haben 16.000 Gold. Das ist mal gar nicht so schlecht. Da können wir uns doch wohl ein paar Sachen erstmal hier kaufen. Und ich würde sagen, erstmal auf Verteidigung, oder? Nee, gehen wir erstmal auf Waffen. Weil Waffen kann man sehen, Waffen sehen schön aus. Hat man mehr was von diesem Spiel. So. Und ich glaube, jeder hat noch nicht seine Waffe für diesen Bereich, sag ich mal. Jude war der Einzige, der jetzt schon mal die höhere Waffe hatte. Und die anderen. Ist das eine Pfeife? Nee. Eine Keule. Mistkerlschwert. Haben die halt falsch übersetzt? Das ist bestimmt ein Bastardschwert. So. Ich hoffe, jeder hat jetzt. Oh, geil. Und er hat Handschuhe. Und du, ihr könnt mich mal. Jetzt, oh mein Gott, ne. So, er hat Handschuhe. Handschuhe aus rein. Er hat mit Geisterharz geformt. Sie sind noch härter als Stahl. Ja. Ja, super. So, hat jetzt jeder seine Dinge ausgerüstet? Ja, ne. Und ich verkaufe meine alten Waffen auch nicht, weil ich bin jemand, der sammelt immer diesen ganzen Mist und wer weiß, vielleicht bauen wir die irgendwann mal. So, Ausrüstung. Jude, was hast du für Klamotten? Du hast sowas hier, ne? Okay, kann ich nicht. Du hast Kettendingen. Kaufen wir das hier. So. Wow, das sieht genau gleich aus, nur mit einer Platte oben. Voll die Verarschung. So. Ja, Elise, du bekommst natürlich auch direkt was Neues. Ich rüste ja nach Priorität, ja. Ich weiß zwar nicht, welche Priorität, aber naja. Und den Hartmantel für Rowan. Zack. So. Und die Dinger müssen warten. Ja. Sieht so aus. Verdammt. Und schon sind wir wieder blank. Super. Finde ich toll, dass immer alles so nach Plan verläuft. Okay. Bei dem Typen habe ich übrigens meine zwei, drei Rahmenfedern da abgegeben. Oder rahmenschwarze Federn oder wie auch immer. Und ja, ich würde sagen, wir müssen über den Kulmarfahrt zur Bärmia schlucken. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Deswegen möchte ich mir mal die Karte angucken. Das nützt mir nichts. Ich muss. Ja, genau so wollte ich gucken. Ach, der ist direkt hier. Ja, ich wollte eigentlich vor der Aufnahme noch nachgucken, wo genau ich hin muss, um die Story voranzutreiben. Aber naja, hat man ja gesehen. Ja. Einfach Aufnahme anschmeißen. Wird schon klappen. Einfach frei Schnauze und dann klappt es nicht. Okay. So, das ist eine Taube. So, Glitzerdingen. 100 Gold. Cool. Ich sammle übrigens auch offscreen überhaupt nichts von diesen Glitzerdingern oder Schatztruhen, die ich finde, auf. Also braucht er nicht darauf achten, dass ich, keine Ahnung, irgendwelche Sachen heimlich farme oder was weiß ich. Den einen Kampf aus dem einen Part, den habe ich auch, aus dem bin ich auch geflüchtet einfach. Den habe ich auch nicht zu Ende gemacht. Was ist hier los? Rowan ist wütend. Hui. Ja.
Ach, jetzt wird hier Tutorial angezeigt. Ich habe doch schon ein paar Übungskämpfe mit denen gemacht. It's a fundamental tactic to switch in members who work best in a given situation. Use this opportunity to practice teamwork. Verwende R3, um dich in den Mitgliederwechselmodus zu gehen. Die man entfernen möchte. Wie geil! Ich kann im Kampf. Ich kann im Kampf die Gruppenmitglieder austauschen. Wie geil ist das denn? Oh, das war Zeitlupe. Wie geil. Das sagt er mir jetzt erst. Bam, 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 bam. Da. Wie geil, man kann die mit dir tauschen. Wie geil. Das ist so schön. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Wo ich glaube, ich nehme Ron erstmal aus dem Team, weil er ist ein Level höher. Das ist auch nicht schön, wenn ihr wisst, was ich meine. Hey, alle werden angezeigt, wie geil. Okay, ich hoffe aber, dass nicht jeder Charakter irgendwie was machen muss, um überhaupt Erfahrung zu bekommen, wie in Final Fantasy 10, oder? Weil ich glaube, die Charaktere draußen kommen auch Erfahrungspunkte, auch wenn ich sie nicht einwechsle. So, komm her. Aua. Mann, ich dachte... Los! Puff, puff! Walter! Schön. Er ist ein bisschen schwer zu steuern. Hey. Nix da. Finger weg von ihr. Aua. Verdammt. Auf damit. Oh. Wieder komm mal her. Und jetzt. Tödliche Explosion. Da, 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 da. Schön. Ich freue mich, wir zwar den letzten Charakter noch bekommen. Ey. Ja, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, dass er Erfahrungspunkte bekommen. Verdammt. Oh, oh. So, hey, da war was. Da war was, Mann. So, ich will aber doch jetzt vielleicht lieber jemand anderen steuern. Ich glaube, Ron ist so als CPU besser aufgehoben. Oh, Falkensturm. Geil. Angefangen war auch noch nicht. Ach ja, und hier. Geil. Boah, ich hoffe, es gibt irgendwann vielleicht so Luftkämpfe. Wo einfach so fliegende Gegner nicht gegenfliegen und hier müssen die so fertig machen. Das wäre doch geil. Verdammt, ich krieg noch nicht so hin mit dem Ding. Eieiei. So, Elisa in dem Lamm. Okay. Und prüfen. Aber ich warte erstmal noch. Warum hat sie denn schon wieder... Ach, jetzt hat sie ja wieder... Okay. In den Levelaufstieg
Skill hat sie jetzt wieder volle TP. Das finde ich geil. So, ich will gerne, dass sie eine. Da. Hilfe. Und puff, puff, weiter. Ja. Mann. Ja, zu spät. So, ich glaube, dank unseren neuen Waffen sind wir gut gerüstet. Verdammt. Stark. Ich kann sogar nach dem Zauber direkt angreifen, wie ein Tales of Grace. Geil. Schön. Okay, Cedric Select, hallo. Ich würde dann... Oh, so einen weiten Abstand hat er jetzt gar nicht mehr. Aber ich nehme ihn jetzt für ein paar Kämpfe erstmal raus. Und wer ist denn... Ja, ich habe ja nur... Bleh. Ich bin enorm suchen, ne? Wen nehmen wir denn mal? Ich will mal Mila steuern. Aber wir laufen noch mit Ron rum. Oh, hier ist nichts mehr. Wir werden ein neues Gebiet, jetzt werde ich ja voll überfordert. Cooles Design. Da. Wie geil. Was ist das denn? Windklinge. Was ist das schon hier? Halt, Moment. Windlanze. Arrivederci. Ein Wirbelwind aus Klinge. Die Gegner, die mit halt kreisen und umwirken oder das Windklingen Windsenden zu verwenden. Verdammt. Bei den Angriff kann ich dann jetzt gar nicht mehr aufladen. Ja, das war ja nicht. Boah, was war das denn? Das war dieser eine Angriff. Verdammt. Und ich verschwinde ja von meiner TP. Was ich mich ja wirklich frage, kommt Mila irgendwann hier in einen anderen Kampfstil? Weil ich meine, am Anfang des Spiels hatte sie ja einen vollkommen anderen Kampfstil. Wo sie irgendwie so mit Orbs oder irgendwie so weit rum sich geworfen hat. Oh, er bekommt auch Erfahrungspunkte. Ich frage mich, ob man irgendwann wieder einen anderen Kampfstil bekommt oder ob man den wechseln kann und was. Ach so, du bist ein. Für einen Moment habe ich gedacht, du bist ein Wal, der auf zwei Beinen rumläuft. Okay. Ja, okay, das ist jetzt zeitmäßig nicht so günstig. Deswegen versuche ich hier schnell aufzuleveln. TP natürlich. Hennenrennen. Fänge die Zeit für Flucht aus dem Kämpfen. Nee. Intelligenz. Ja. Typokopter. Was? Psy und wieder TP. Nicht mit so nicht so ergiebig zwar, aber was soll's. Ja, und dann Elises Geisterkunde. Ja, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Weil ich bin hier in einem Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.